Industrie 4.0 wird als zukünftige Revolution gehandelt. Herr Dr. Adolfs, Sie sind Geschäftsführer Entwicklung und Marketing bei der Peperl und Fuchs GmbH in Mannheim. Wie schätzen Sie diese Aussage ein? Eigentlich würde ich hier nicht von einer Revolution sprechen, sondern von einer Entwicklung, einer Evolution, die sich schon über mehrere Jahre hinzieht. Wir sprechen nämlich bei Industrie 4.0 von der Einführung von Webtechnologien, die in der Informationstechnologie entwickelt worden, in die Automatisierungstechnik für die Vernetzung von Komponenten in der Automatisierung. Wo sehen Sie die größten Chancen für Industrie 4.0? Industrie 4.0 wird dazu dienen, Anlagen noch effizienter zu machen, Anlagen flexibler zu machen und damit letztlich einen Kundennutzen zu erzeugen. Wie sehen Sie die Entwicklungen in Richtung Industrie 4.0? Industrie 4.0 steht erst am Anfang. Wir sind gerade dabei, Referenzarchitekturen zu definieren, wie diese Vernetzung der Komponenten untereinander aussieht und wie vor allen Dingen die Regeln für das Kommunizieren der Komponenten untereinander aussehen. Das wird ganz entscheidend sein, weil letztlich muss eine Maschine eine determinierte Funktion abliefern und das darf natürlich nicht durch erratische Kommunikation und entsprechend daraus abgeleitete Maßnahmen gestört werden. Wie ist das allgemeine Stimmungsbild in der Automatisierungswelt zu diesem Thema? Gibt es eher Skeptiker oder mehr Vorreiter? Ich denke, momentan sind wir noch in der Phase einer großen Euphorie, wo man die Vorteile, die Vision, die hinter Industrie 4.0 steckt, ganz vorne sieht. Es gibt natürlich auch einige Skeptiker, die die klassische deterministische Produktionsanlage in Gefahr sehen und letztlich Angst haben, dass durch Industrie 4.0 ein unbeobachtbares System entsteht. Was muss aus Sicht der Sensorhersteller getan werden, um die Basis für Cyber Physical Production Systems zu legen? Ich denke, dass es für einen Sensor, der ja als Schnittstellenelement zwischen der physischen Welt und der informationstechnischen Welt sitzt, ganz wichtig ist, dass es eine Transparenz gibt über seinen Zustand, über mögliche Diagnosedaten, über seine Parameterdaten, dass man also hier sehr wohl einen Zugriff, zunächst mal einen nur lesenden Zugriff auf diesen Sensor sehr gut brauchen kann und mit dieser Information die Anlagenfunktionalität deutlich verbessern kann. Inwiefern bestimmt das Thema Industrie 4.0 die aktuellen Produktentwicklungen bei Peperl und Fuchs? Wir sind schon seit Anfang des Hypes Industrie 4.0 sehr stark in das Thema involviert und haben uns immer wieder die Frage gestellt, was bedeutet das für die Sensorik? Wie müssen wir die Sensorik daraufhin ertüchtigen? Dabei haben wir immer wieder das Problem gesehen, dass es eine Vielzahl von Sensoren gibt, die teilweise relativ preiswert sind, sodass es eine große Schwierigkeit darstellt, alle diese Sensoren in eine Vernetzung hineinzubringen. Insofern haben wir uns Gedanken gemacht, wie man dieses Paradoxon lösen kann. Welche Vorteile ergeben sich durch die Smart Bridge für den Kunden? Smart Bridge ist der Versuch von Peperl und Fuchs, einfache Sensoren in die Industrie 4.0-Welt zu bringen, sie mit einem Interface für Industrie 4.0 zu versehen. Die Problematik bei der Sensorik ist, dass aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Sensoren und der Tatsache, dass es auch sehr preiswerte Sensoren gibt, teilweise kommerziell und technisch nicht möglich ist, in die Sensorik unmittelbar ein solches i4.0-Interface einzubauen. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Adapter zu bauen, der zwischen Sensor und Steuerung eingeschleift wird und das in vielen Fällen heute schon ohnehin vorhandene IO-Link-Signal des Sensors zu benutzen und ein i4.0-kompatibles Signal- oder Datenpaket auszukoppeln und per Bluetooth an ein Tablet oder ein Smartphone zu übertragen. Dieses Smartphone, was selber ja dann auch wieder am WLAN angeschlossen ist, kann dann zum Beispiel zusätzlich noch Schaltplandaten oder Datenblätter des Sensors anzeigen und somit dem Kunden einen kompletten Überblick über Sensor und zugehörige Materialien aus dem Engineering geben und damit eine perfekte und sehr zielgerichtete Diagnose ermöglichen. Thema Sicherheit und Smart Bridge. Wie passt das zusammen?
Hier wird es sicherlich eine Frage sein, wie die Gesamtarchitektur von Industrie 4.0 aussieht. Ich gehe davon aus, dass die prozessseitige Verknüpfung der Sensoren mit Methoden, die wir auch heute im aktuellen Aufbauten schon haben, durchgeführt wird und hier auch die gleichen Sicherheitsmechanismen benutzt werden. Dass diese Industrie 4.0-Ebene eine zusätzliche Diagnoseebene ist, die setzt letztlich für die Funktion der Anlage unmittelbar nicht entscheidend ist, sondern die dazu dient, diese Parameter, Diagnose und sonstigen Daten zu übertragen, sodass man das Sicherheitskonzept sicherlich getrennt für diese beiden Ebenen, die Prozessebene und diese Parameter- und Diagnoseebene sehen muss.